Also in diesem Projekt geht es um ein aufwendiges Monitoring von einer Wildtierüberführung, die das erste ist in der Schweiz, wo man aus holzbasiertem Material erstellt hat. Ein Projekt von der Firma Timbatec. Wir haben das wissenschaftlich begleitet. Vor allem ist es gegangen darum, wie sieht die Feuchte in den verschiedenen Stellen in dieser Überführung aus. Ja, wir haben über fast 2 Jahre haben wir sehr viele Daten gesammelt. Das sind Daten über Temperatur und Feuchte an verschiedenen Stellen und die verschiedenen Tiefen von diesen Holzteilen in diesem Bau. Und wir haben natürlich auch den Verkehr angeschaut. Weil der Verkehr, vor allem der Schwerverkehr, wirbelt natürlich sehr viel Feuchte auf im Fall von Regen. Und das könnte natürlich einen Einfluss haben auf den Feuchtegehalt in den verschiedenen Teilen, Holzteilen. Und das haben wir untersucht und wir haben gesehen, dass eigentlich die Holzfeuchte nie einen kritischen Wert erreicht. Also der Mehrwert ist einmal, dass man Holz einsetzt, ein Material, das CO2-Speicherfähigkeit hat, das nachhaltig ist, wo ein nachwachsendes Baustoff darstellt, wo man sehr viel vorfabrizieren kann, wo eine sehr kurze Installationszeit braucht, wenn man den Verkehr unterbrechen muss, um das Ganze zu konstruieren. Und dass die Koinzidenz von Regen und Hochverkehr keinen grossen Einfluss auf die Feuchte innerhalb der Konstruktion hat. Und das ist natürlich zukunftsweisend, dass man mehr Serie baut. Und man hat auch Serie gebaut. Es gibt jetzt mittlerweile in der Schweiz schon 3 Serie Wildtierüberführungen in Holz.